willkommen zu Maikes Rappelkiste und vor allem wünsche ich euch erst einmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Also nicht ausgerutscht natürlich, das sagt man ja so, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ich bin mal gespannt, was die Rappelkiste in diesem neuen Jahr für uns bereithält. Ein Bild von drei lustigen Männchen. Wer seid ihr denn? Habt ihr eine Idee? Die sehen ja schon fast aus wie Könige. Zumindest die beiden. Ja, wohl, das könnte auch eine Krone sein, oder? 1, 2, 3 Könige. Na klar, heute ist doch der dreiheilige Königstag. Logisch. Ach, wie war das noch? Das hatte doch was mit der Krippe und der Weihnachtsgeschichte zu tun. Drei Könige, die kommen zur Krippe und bringen was mit. Die haben ja auch da was in der Hand. So ganz genau kriege ich das nicht mehr zusammen. Wie heißen die denn nochmal? Balthasar? Kaspar? Irgendwie so. Wie kriegen wir denn jetzt raus, wie das mit der Geschichte war? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe da so zwei helfende Hände. Vielleicht haben die ja Lust, uns zu erzählen, wie das damals war mit den drei heiligen Königen und der Krippe und so weiter. Also, viel Spaß! Also, mir ist so langweilig. Es ist ja gar nichts mehr los. Wir haben schon gar nichts mehr gemacht seit 100 Jahren. Ja, wir sehen auch schon ziemlich alt aus, oder Melchior? Ja, du hast voll recht, Balthasar. Ich glaube, dass wir nur auf der Welt sind, damit wir uns langweilen. Ja, und wir sind so reich, da haben wir so viel von, aber hier ist nicht mal ein Markt, dem wir das geben könnten. Ja, was sollen wir dann machen? Hey, hey, habt ihr schon gehört? Nö, was denn? Hey, Melchior, Balthasar, gut, dass ich euch hier treffe. Kaspar, mach mal nicht hier einen Kaspar. Nein, ich meine das ernst, es ist wirklich wichtig. Ich habe gehört, ein neuer König wurde geboren und zwar ein ganz besonderer König. Irgendwie was von Ritter der Welt und so habe ich gehört. Was? Aber wir sind doch Könige. Ja, aber das muss wohl irgendwie ein ganz besonderer König sein und Gottes Sohn oder sowas habe ich gehört. Also ganz, ganz spannende Sache ist das. Ehrlich? Mhm. Sollen wir da hingehen? Ja, also das ist in Bethlehem. In Bethlehem? Ja. Was ist in Bethlehem? Was ist das? Das ist hier, also schon eine ganze Ecke, ne? Also wir... Das ist ja weit! Wir sind ja hier im Morgenland, also da müssen wir schon echt ein paar Tage laufen, du. Eieiei. Also mir ist das ein bisschen zu weit zu Fuß. Sag mal, Kamelen mitnehmen? Ja, das ist eine gute Idee. Ach, da ist ja eins. Praktisch. Oh ja, das nehmen wir. Moment. Okay. Moment. Wenn wir da so einen König besuchen, dann sollten wir vielleicht auch Geschenke mitbringen, oder? Ich meine, wir können nicht mit leeren Händen kommen. Nee. König würde uns wieder rausschmeißen. Also ich hätte ein bisschen Gold, das könnte ich mitnehmen. Ja, und ich habe was Myrrhe. Das ist sehr wertvoll. Das stimmt, ja. Und Weihrauch ist auch nicht von schlechten Eltern. Das stimmt. Würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, oder? Ja. Okay, ich gehe mal los. Oh, hier geht's lang. Und dann hier in der Palme rechts. Oder ja. War es an der Palme links? Ich weiß es nicht mehr so genau. Hat einer von euch vielleicht ein Navi dabei? Ein Navi? Was ist denn ein Navi? Keine Ahnung, ist mir gerade so eingefallen. Ja, vielleicht kennt einer von euch den Weg. Was? Wir dachten, du kennst den Weg. Ich dachte das auch. Was macht man jetzt? Also, wenn ihr den Weg nicht kennt und ich den Weg nicht kenne und... Wir dachten, du kennst ihn. Deswegen sind wir mitgegangen. Ja, sorry. Also, jetzt sind wir auch schon eine echt lange Weile unterwegs. Sag mal. Man kann sich nie auf dich verlassen. Seht ihr das? Was? Guck mal da hinten. Oh mein Gott, was ist denn das für ein heller Stern? Ich weiß es nicht. Boah, ist der riesig und hell. Oh,
Der ist ja wirklich groß. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo Stern, ist ja schön, dass du für uns leuchtest. Ey, wo willst du hin? Bleib hier. Ich glaube, der will uns führen. Das könnte natürlich sein. Das ist ja nett. Das ist vielleicht so eine Art Ersatz-Navi oder wie das heißt. Ja, gute Idee. Vielleicht sollte man das machen. Stern, wartest du auf uns? Also wir würden mitkommen, wenn du nichts dagegen hättest. Hallo, Stern, wart mal. Kommt, wir müssen hinterher. Ja. Hey, Stern, warte! Stern! Oh, ich kann nicht mehr. Mann, wie weit ist es denn noch? Ich muss Pipi. Du musst Pipi? Was ist das? Guck mal, der Stern, der Was? Ist stehen geblieben, da bei dem Stall. Vielleicht will der eine Pause machen? Das kann ja wohl nicht das Ziel sein, oder? Ich meine. Nein, hier ist ein Stall. Wir wollen zu einem König. Hier ist kein Palast, hier ist ein Stall. Mhm. Und hier ist auch nirgendwo ein König oder Gott. Guck mal, was will der Stern uns sagen? Der ist ja ganz aufgeregt, also... Stern, wir machen keine Pause. Also, ich könnte schon eine Pause vertragen, so ist das nicht? Also, wirklich, Kaspar. Also, vielleicht eine kurze, klitzekleine Pipi-Pause? Nein. Nein, nein, ihr seid schon genau richtig hier. Das ist der Stall in Bethlehem, wo der Retter der Welt geboren wurde. Ein Stall? Ja, das Jesuskind werdet ihr dort finden. Traut euch nur, geht schauen. Im Stall? Also. Aber das ist kein Palast. Ja, aber der Engel hat's gesagt, also. Oh, jetzt, ich bin echt müde. Das kann mir ja auch. Ganz wahr. Ja, also wenn der Engel das sagt und der Stern auch, dann wird das wohl richtig sein. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Ja. Hey, hallo, wir haben Geschenke mitgebracht. Hat hier jemand Geburtstag? Kaspar! Oh, ist das ein niedliches Baby. Das muss der Retter der Welt sein. Ja, kann gar nicht anders sein.